Wer als junger Mensch Politik machen will, geht nicht unbedingt in die CDU. Diana Kinnert ist 26 Jahre alt, hat dieses Buch geschrieben, Für die Zukunft sehe ich schwarz, und hat es getan. Wir treffen sie jetzt zum Mittagspauseninterview in Klärchens Ballhaus. In Berlin Mitte im Klärchens Ballhaus. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Gastronomie und in Berlin Mitte auch noch so ein Stück weit grüne Oase. Genau, weil jeder sucht sich ja immer selber aus, wo wir ihn treffen, und du hast gesagt, hier, es muss hier sein. Du kommst ja ursprünglich, um bei dem Bogen zu spannen, kommst du ja nicht aus Berlin, sondern aus Wuppertal. Wie ist denn so deine Kurzbiografie? Wie ist der Sprung von Wuppertal nach Berlin? Wie hast du das angestellt? Ich bin in Wuppertal geboren und aufgewachsen, habe dort mein Abitur gemacht und bin danach für mein Studium der Politikwissenschaft und Philosophie nach Göttingen gezogen. Mhm. Dann bin ich nach Amsterdam gezogen, habe dort weiter studiert und habe dann einen Master in Köln angefangen. Und ein halbes Jahr, nachdem ich meinen Master in Köln angefangen hatte, bekam ich verschiedene Zurufe aus Berlin, dass ich doch bitte herkommen soll. Und dann bin ich nach Berlin gewechselt. Wer hat denn hier gerufen in Berlin? Es haben verschiedene Leute gerufen. Ich habe ganz viel mit dem Bundesvorstand der CDA gearbeitet. Dann hat Peter Tauber gerufen, der Generalsekretär der CDU, der mich als Mitglied für eine Bundeskommission zum Thema Parteireform berufen hat. Und schlussendlich hat Peter Hinze gerufen. Und deswegen habe ich dann meinen Masterstudiengang in Köln quasi abgebrochen und in Berlin neu angefangen und parallel im Bundestag sein Büro geleitet. Du bist jetzt 26 Jahre alt, bist ja. Dann mit 17 Jahren, also wahnsinnig untypisches Alter, um in die CDU einzutreten, in die CDU eingetreten. Wie kam es dazu? Also 17 war für mich natürlich früh, weil ich vorher auch nicht so viel mit Politik zu tun hatte. Es hatte was damit zu tun, dass ich mich in der Schule zunehmend für Politik interessiert hatte und irgendwann festgestellt habe, dass Schule nicht der richtige Rahmen des Zu-Ende-Diskutierens ist. Und da habe ich verstanden, dass du wirklich nach draußen musst und auf die Straße gehen musst, wenn du Politik machen willst und wenn du was verändern möchtest. Und dann habe ich mit 17 beschlossen, dann geht man mal zu einer Partei. Aber warum hast du dich jetzt gesagt, okay, es gibt so viele Parteien, und du hast auch gesagt, du willst was verändern. Mhm. Und warum gehst du in eine Partei, die ja Regierungspartei ist, die ja eigentlich was ändern könnte jetzt, sage ich mal, und warum gehst du nicht vielleicht in eine Partei, die in der Opposition ist und du sagst, ich will was verändern? Also zunächst einmal glaube ich, dass wir in so einem parlamentarischen System leben, wo ich glaube, dass Regierung was verändert und dass Opposition was verändert. Was natürlich stimmt, ist, dass die CDU eine eher strukturkonservative Partei ist, eine eher zurückhaltende Partei ist, nicht progressiv vorangeht, nicht so wahnsinnig visionär ist, nicht Speerspitze gesellschaftlicher Veränderung ist. Und das hatte ich aber auch bewusst entschieden, weil ich nämlich finde, dass man nicht über die Köpfe der Leute hinweg entscheiden soll. Und ich hatte bei einer Volkspartei das Gefühl, dass das für mich die richtigen Parteien sind, weil da ist nämlich das, was sich auf dem Boden in Deutschland irgendwie abspielt, das integriert sich in der Partei. Und wenn immer noch über 80% der Deutschen das Gefühl haben, ich finde es eklig, wenn sich zwei Männer küssen, dann finde ich auch richtig, dass wir immer noch eine Debatte über die Öffnung der Ehe in der CDU führen. Und natürlich könnte ich dann sagen, ich kann eine kleine Programmpartei finden, da bin ich viel eher von meiner Programmatik her drin. Aber dann habe ich das Gefühl, da kann ich eigentlich gar nichts verändern, weil die 10 Leute um mich herum, die denken eh schon, was ich denke. Und ich will aber diesen Kanal zur Bevölkerung finden. Und das glaubte ich nur in der Volkspartei zu finden. Du bist ja auch trotzdem sehr offen und in deinen Ideen auch was für Themen, die nicht unbedingt für die CDU stehen. Du sagst, die Ehe für alle ist was, wo du sagst, ja, ich bin dafür. Das hat gerade Merkel ganz aktuell gestern auch gesagt, ja, du bist da auch gar nicht mal so abgeneigt. Wiederum gab es auch in der Berliner CDU gerade, wo gesagt wurde, die Ehe soll nicht für alle geöffnet werden. Wie siehst du da deine Rolle? Was willst du da für eine Rolle übernehmen in der CDU? Also ich suche mir keine Rolle aus und gehe dann dahin, um die Rolle auszufüllen, sondern ich bin einfach ich. Und ich habe meine Position, die Überzeugung und Gedanken. Und ich habe eine Parteimitgliedschaft nie so verstanden, dass ich Mitglied werde, um als Groupie ein Fähnchen zu schwingen für das, was da passiert. Die Öffnung der Ehe, das ist ein Thema, das verwurzelt ist tief in der Gesellschaft, das viel mit älteren Generationen zu tun hat, die sich mit dem Thema schwer tun. Aber zum Beispiel auch die Junge Union in meiner Partei ist da auch eher ein bisschen restriktiver. Und das nehme ich zur Kenntnis und habe aber eigentlich eine andere Meinung. Und dafür argumentiere ich schon seit Jahren. Und ich bin insofern stark Demokrat, als dass ich Ergebnisse zur Kenntnis nehme und dann auf den nächsten Versuch poche. Und wenn Angela Merkel gestern sich bereit erklärt hat, über das Thema offener zu sprechen und verschiedene Prozesse auch sieht, zum Beispiel mit einer Art Gewissensentscheidung im Parlament,
dann begrüße ich das, weil ich glaube, dass es an der Zeit ist und dass es richtig ist. Du sagst selber, du wirst in der Partei ja schon, klar, mit als 26-Jährige, mit deinem Auftreten schon als quirlig und so ein bisschen flippig wahrgenommen. Wie wäre das zum Beispiel, wenn du mit deiner Biografie jetzt zu den Grünen gegangen wärst? Was denkst du, wie du da wahrgenommen wirst in der Partei? Ich glaube, dass man das absolut gar nicht vergleichen kann, weil ich jetzt schon knapp 10 Jahre Parteipolitik in der CDU mache. Und an meinem ersten Tag bei den Grünen, der wäre schon anders verlaufen als bei der Jungen Union. Weil du hattest ja auch ein ganz, so schön beschrieben in deinem Buch, diesen Einstieg in die CDU, der war ja auch echt schwer. Ja, also du bist ja da 3-mal hingegangen und wurdest erst gar nicht wahrgenommen und bist wieder hingegangen Also es war tatsächlich so, dass die Partei so wirklich so als Club, als Verein vor Ort war so das Unattraktivste, was ich seit langem erlebt hatte. Also hat man mich wirklich gar nicht wahrgenommen, ignoriert, klein gehalten. Da haben Hierarchien eine Rolle gespielt. Das war total nicht, also überhaupt nicht willkommen heißend. Und ich habe aber inzwischen von ganz vielen Leuten gehört, dass das erstens nicht nur bei mir vor Ort so ist, sondern an vielen Orten und dass das quer durch alle Parteien so ist. Dass man lieber unter sich sein möchte, dass man irgendwie gar nicht auf so einem Prüfstand stehen möchte, dass da jemand Neues dazukommt, dass man Macht auch nicht teilen möchte, das gibt es überall. Und insofern glaube ich, dass Parteistrukturen ein generelles demokratisches Dilemma sind und nicht ein speziell CDU-Dilemma. Jetzt dieses Jahr sind Bundestagswahlen. Was glaubst du, ist für die nächste Legislatur die größte Herausforderung für Deutschland? Und was ist deine Rolle? Wie siehst du dich in der nächsten Legislatur? Ich bin ein CDU-Mitglied von 500.000 und werde mich wahrscheinlich in ganz viele Debatten mit einschalten und da meine Meinung geltend machen. Ich glaube nicht, dass ich in der nächsten Legislaturperiode eine aktive Rolle ausfülle. Also ich werde nicht Regierungsmitglied, ich werde nicht Ministerin, ich werde wahrscheinlich nichts von alledem und das ist auch okay so. Und bin aber politischer Mensch und bleibe Parteimitglied und werde mich als politischer Mensch und als Parteimitglied weiter geltend machen. Und zwar in ganz vielen verschiedenen Feldern, die ich mir jetzt auch nicht aussuchen kann, sondern mit der Zeit kommen ja dann erst die Herausforderungen. Okay, Diana, danke schön. Gerne.